Wunderbar! Servus, hier ist der Tom von Wiesengaudi TV und wir stehen neben der Wiesen-Ikone schlechthin. In ein paar Stunden, in ein paar Minuten geht's los und neben mir und auch über mir sitzt der Bräurosl. Servus, Bräurosl. Servus, ich freue mich, dich zu sehen. Wie jedes Jahr, schön. Ja, genau. Von unten ist der Anblick noch schöner zu dir nach oben. Oh, ist das schön. Komplimente am frühen Morgen, herrlich. Sag mal, wie ist denn das? Jetzt geht's bald los. Wie ist denn das Gefühl bei dir? Jetzt ist ja wieder ein paar Minuten vor der Wiesen, wie jedes Jahr. Was tut sich da in dir? Also es steigt natürlich die Spannung. Es ist ja jedes Mal ein emotionaler Moment, wenn wir anzapfen und die Wiesen geht los. Und es ist einfach einmalig. Gibt's da bei uns. Jetzt bist du ja immer recht im Stress während der Wiesenzeit. Wie bereitest du dich eigentlich das ganze Jahr drauf vor? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich einfach bloß. Ja. Der Rest kommt von allein. Jetzt für all die jetzt noch nicht kennen von Wiesengaudi TV. Erzähl mal ganz kurz, was ist deine Funktion auf der Wiesen? Also ich darf eine historische Figur darstellen, und zwar eine Tochter der Familie Pschorr. Und der Sage nach ist die früher auch eingeritten aufs Oktoberfest, hat den Leuten Essen und Trinken gebracht. Und es hat so gut gefallen, dass man gesagt hat, dass diese Figur behält man all die Jahrzehnte bei. Und ich darf es also darstellen. Und in wievielten Jahr bist du jetzt? Ich habe heuer Jubiläum, ich bin 20 Jahre Bräurosl und ich freue mich riesig. 20 Jahre Bräurosl, das müsst ihr erstmal nachmachen. Und wie lange hast du denn braucht, bis du diesen wunderbar eleganten Damensitz rausgefunden hast? Du bist ein Naturtalent. Also reiten kannst, sitzen kannst, genau. Wunderbar. Affe sitzt und da hingeht's. Jetzt ganz kurz zum Schluss noch. Du bist ja bekannt für, dass du jodelst im Zelt. Du singst ja auch. Guck mal, das gefällt ihm gar nicht. Jetzt musst du mal, das war quasi eine Einstimmung dazu, das musst du mal für uns bitte ein kleines Segment jodeln. Ja, also ganz gerne. Schöne Wiesen! Dankeschön, das schöne Wiesen und eine friedliche Wiesen vor allem, sage ich noch. Genau, das wünsche ich euch auch, gell? Alles Gute. Servus. Dankeschön, ciao, servus. Yeah.